Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero, herzlich willkommen zu der heutigen Breaking News Ausgabe. Über Nacht ging das Ganze natürlich weiter. Es wurden noch mehr Leute entlassen, darunter zum Beispiel Rusev und Zack Ryder und noch viele, viele mehr. Alle Infos dazu also hier. Also die meisten von euch werden es mitbekommen haben. Ich habe gestern eine Breaking News Ausgabe rausgehauen, weil die WWE extrem viele Leute entlassen hat. Und das war ein ziemlich krasses Ding. Deswegen, wir waren noch gestern Abend im Livestream und haben quasi live verfolgt, wie alle 15 Minuten jemand weiteres gekickt wurde. In der Zwischenzeit von meinem Video bis jetzt sind wieder noch mehr Leute entlassen worden. Deswegen gibt es jetzt hier nochmal so ein kleines Update. So, vorab aber nochmal eine kleine Werbemaßnahme. Und zwar gibt es bei Neosubs und Smilodogs gerade für jede Bestellung eine Maske mit dazu für Mund und Nase, wie man das kennt. Hier, so, man kennt den ganzen Spaß. Da gibt es ja momentan die Überlegung, ob man das jetzt generell verpflichtend machen sollte. Und es gibt halt gerade extrem viele Leute, die diese Masken komplett überteuert im Internet verkaufen, weil man da halt kaum rankommt. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, okay, wir hauen jetzt zu jeder Bestellung so eine Maske mit dazu und dann sind zumindest die Leute, die halt sowieso bestellen wollen, die kriegen dann halt eine Maske, ohne sich überteuert noch die irgendwo anders holen zu müssen. Also wie gesagt, die gibt es gratis dazu. Checkt das also gerne mal aus, wenn ihr sowieso bestellen wollt. So, dann gehen wir erstmal nochmal durch, wer denn jetzt eigentlich gestern alles entlassen wurde. So, und da die Liste extrem lang ist, muss ich das jetzt erstmal ablesen. Die Leute, die ich also gestern schon in den Breaking News genannt habe, sind Leo Rush, EC3, Luke Gallows und Karl Anderson, Kurt Hawkins, Drake Maverick, Eric Young, Aiden English. Dann haben wir Mike Rotunda, das ist übrigens IRS und der Vater von Bo Dallas und von Bray Wyatt, der als Produzent eingesetzt wurde, der ist raus. Wir haben Lance Storm, was einfach mal auch übelst krass ist, weil der erst vor ein paar Monaten seine eigene Wrestling-Schule zugemacht hat, damit er wieder bei der WWE arbeiten kann. Dann haben wir Finlay, dann haben wir The Hurricane, Shane Helms, Kurt Angle wurde entlassen, Heath Slater, Sarah Stock, Scott Armstrong, Sean Daivari, Pat Buck und Billy Kidman. Das war Stand meiner letzten News. Danach kamen Epico und Primo mit auf die Liste. Die wurden in der letzten Zeit sowieso kaum eingesetzt, von daher, ja, okay. Dann, und das ist ziemlich krass, haben wir den Referee Mike Chioda, der schon so viele Jahre bei der WWE angestellt ist und jetzt seine Papiere bekommen hat. Das ist halt richtig krass. Danach ging es weiter mit Sarah Logan. Die hatte sogar noch ein Match bei Raw und hat jetzt einfach mal 2 Tage später die Kündigung bekommen. Dann haben wir Rowan, der nach der Story mit Daniel Bryan und mit dieser komischen Spinne, die er da in diesen Dings hatte, ist jetzt auch nicht mehr so viel mit passiert. Trotzdem, Eric Rowan ist auch raus. Dann haben wir Maria und Mike Kanellis. Die wollten ja zwischendurch schon mal die WWE verlassen. Durften es dann nicht, dann haben sie aber doch irgendwie wieder einen neuen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben und konnten aber jetzt raus. Mike Kanellis hat auch schon ein Video gezeigt, wo er halt traurig darüber ist, was die anderen Leute angeht. Er selbst meinte, er kommt klar, er ist gut dabei, er dankt natürlich auch der WWE, denn die haben ihn ja auch unterstützt, als er jetzt in der letzten Zeit auch Reha hatte und ja, einfach von seiner Sucht wegkommen musste und so. Das heißt, da war er schon dankbar, aber ist jetzt auch nicht so traurig drum, dass das jetzt hier endet. Dann haben wir Zack Ryder. Hier ist es sehr interessant, denn Zack Ryder ist schon so viele Jahre bei der WWE und auch einer meiner Lieblingswrestler gewesen, zumindest in der WWE. Und hier hat Cody Rhodes sich auf Instagram schon zu geäußert. Der hat sich nicht zu jedem geäußert, aber zu ihm auf jeden Fall. Und hat auch nochmal gesagt, dass er einfach ein harter Arbeiter ist und in dem Prime seines Lebens, in der besten Zeit seines Lebens aktuell. Das heißt, wenn Cody schon mal so ein Statement hier raushaut, könnte man vielleicht überlegen, dass er vielleicht zu All Elite gehen könnte oder da auf jeden Fall ein Angebot auf den Tisch liegen könnte demnächst. Allerdings hier auch, alle hoffen jetzt immer auf All Elite, aber die können jetzt auch nicht alle nehmen. So, die sind halt auch begrenzt, was die Kohle angeht. Die können jetzt auch nicht einfach jeden, der entlassen wurde, auffangen. Weiter geht's mit No Way Jose, der auch entlassen wurde. Wurde auch nur sporadisch eingesetzt. Nachdem er aus NXT raus war, war es das eigentlich auch für ihn gewesen. Dann haben wir Rusev, der wahrscheinlich auf der Liste der ist, der sich am meisten über die ganze Sache freut. Denn Rusev wollte ja schon seit Monaten aus der WWE raus
Und ja, hat das jetzt auch bewilligt bekommen. Hier natürlich auch die Frage, was ist mit Lana? Lana hat erst vor kurzem 5-Jahres-Vertrag unterschrieben. Kann mir aber auch noch gut vorstellen, dass die vielleicht auch noch dran glauben könnte. Zum Schluss hätten wir dann auch noch, zumindest für diese Liste, Andrea Listenberger, eine der Writerinnen, die zum Beispiel für die Otis und Mandy Love Storyline zuständig war, aber auch erst seit ein paar Monaten bei der WWE überhaupt angestellt ist. So, dann ging es weiter. Dann hat nämlich Diona Perrazzo bekannt gegeben, dass auch sie entlassen wurde und auch Alexander Jaksic, sorry, dass ich den Namen falsch ausspreche. Der wurde zwar bei NXT nur bei Live-Events eingesetzt, trotzdem auch hier ein NXT-Talent, was gekündigt wurde. Und dazu kamen dann heute Nacht noch einige weitere NXT-Leute. MJ Jenkins, Norman Smiley, Joshua Williams und Kerry Soto wurden auch alle entlassen. Soto war zum Beispiel einer der spanisch sprechenden Kommentatoren, die sie hatten. Dann haben wir Jenkins, war Teil des Mae Young Classic Turniers und war ja dann auch im NXT-Roster. Und Smiley, also Norman Smiley, war einer der Coaches im Performance Center. Und der Joshua Williams, der wurde ja auch viel in den Backstage-Interviews und Backstage-Szenen gezeigt, die man auf dem WWE-Kanal für NXT und so weiter produziert hat. Ja, also auch hier sind nochmal einige Namen geflogen, aber auch das war noch nicht das Ende. Denn weiter ging es noch mit Serena Deeb und mit Chris Guy, die auch beide im Performance Center als Coach eingestellt waren. Auch die beiden wurden jetzt entlassen. Und dann haben wir zum Schluss noch Kendo Cashin, der war IWGP Junior Heavyweight Champion mal und wurde im August eingestellt, auch als Coach, also im August letzten Jahres, und wurde dann auch gekündigt. So, und das heißt, insgesamt haben gestern 38 WWE-Mitarbeiter ihren Job dort verloren. Als Grund gibt die WWE an, dass sie natürlich jetzt viel weniger Einnahmen haben, dadurch, dass ja kein Publikum mehr bei den Shows da sein kann. Und natürlich alles zusammen, die Leute auch weniger Merch kaufen und so weiter. Also, dass halt die Einnahmen extrem eingebrochen sind und man deswegen entschieden hat, dass man auch die Ausgaben dementsprechend kürzen muss. Da gab es schon sehr viel Kritik aus dem Internet, denn es gibt ja auch Zahlen darüber, wie viel Geld da eigentlich noch auf der hohen Kante liegt und wie viel Geld ja auch Vince McMahon noch hat und so weiter. Deswegen ist das natürlich schon ziemlich krass, dass man gerade in so einer schwierigen Zeit hier so viele Leute entlässt. Aber es gibt ja auch das Gerücht, dass es möglicherweise immer noch nicht das Ende der Entlassungswelle sein könnte, dass man noch mehr Leute entlassen möchte. Aber da gibt es jetzt bisher noch nichts Bestätigtes oder noch keine weiteren Namen. Das war halt alles von gestern Abend, also für uns auf jeden Fall, unsere deutsche Zeit abends. Ab 20 Uhr ging das los und dann haben die jetzt die ganze Nacht Leute entlassen. So, das ist halt echt krank. Also schreibt mir gerne mal eure Meinung zu dem ganzen Thema in die Kommentare. Wen vermisst ihr am meisten und wer glaubt ihr geht in welche nächste Liga? Schreibt es mir unten rein, checkt das aus mit den Masken von SmileDogs und NeoSubs und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Macht nicht mehr so dolle. Morgen gibt es natürlich trotzdem noch eine News-Ausgabe. Das ist ja nur mal eine Breaking-Sache zwischendurch, weil es einfach zu krass war. Deswegen, ja, checkt das aus. Checkt noch mein Gewinnspiel aus auf meinem Instagram-Account. Da gibt es aktuell eine Ali-Figur zu gewinnen. Und ja, dann haltet durch, Freunde, und macht nicht mehr so dolle. Wir sehen uns. Haut rein und ciao.